Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 3 Blau. Richtig. Richtig. Hat er gut erkannt, der Kerl. Wir müssen nun... Du bist nun draußen, Yippie. Ja, wir haben das Viertelfinale geschafft. Ja, das. Und jetzt müssen wir ab sofort mit unserem eigenen Ordner kämpfen. Oh nein, wie schlimm. Alles klar, gehen wir zurück zur TV-Station. Tsunayama ist nicht da. Sollen wir einfach ohne den weiterfahren? Er hat uns gesagt, dass wir zur Fähre sollen. Okay, dann lass uns gehen. Oder kommt jetzt erst das Halbfinale? Halbfinale, danke. Halbfinale, wir kommen. Und ich mache immer wieder die gleiche Bewegung wie der. Sehr gut. Lan, die Fähre verlässt den Hafen. Lan, du hast Mail bekommen. Übrigens. Von Tsunayama. Hallo, Tsunayama hier. Die Contender sollten nun in den Studios erscheinen. Sobald sie vom Boot abkommen. Ciao, Bella. So, na dann. Tja. Ey, da ist ja die Tunte, die... Ja, ist nicht mehr dabei, Dex ist nicht dabei. Ach ja, die Tunte hat ja dann verloren, ne? Stimmt. Ja, so. Sau. Gut gemacht. Es ist wirklich schade, was mit Dex und... dass Jai und Dex besiegt wurden. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Oh, gut gemacht, Lan! Hey, Dex und Jai sind auf einem anderen Boot! Nein, die verrotten jetzt auf der harten Insel. Ja, ganz genau. Oh! Ich krieg die Stachel nicht aus meinem Bauch! Oh, die ist doch da! Rebecca! Hast du Chad gesehen? Er ist... verschwunden, nachdem er das Boot verlassen hat. Das Halbfinale wird bald beginnen. Lan, würdest du bitte Chad für mich finden? Wieso willst du kein Interview mit mir? Ich bin doch viel heißer als der! Nein. Ah... Hey! So, sucht Short, du bist, ne? Ich glaube eher, dass World Free wieder dahinter steckt. Da ist er ja. Oder nicht? Ich dachte, World Free würde dahinter stecken. Was machst du denn hier, Short? Die Fernsehcrew wartet auf dich. Verpiss dich. Also, verpiss dich. Du störst meine Konzentration. Oh, sheesh. Was? Ich bin hergekommen, dass ich nicht will, dass du zu spät bist. Und das ist der Dank dafür? Fein. Verpasst doch den Kampf. Was kümmert mich es denn? Hm. Sorgst du dich nicht über den nächsten Kampf? Wie naiv von dir. Hey. Ich bin nicht besorgt um dich. Ich bin nur hier, weil eine TV-Person mich gefragt hat, dich zu finden. Und da ist auch schon. Oh, da sind sie ja, Short. Bitte beeilen Sie sich zur TV-Station. Das Halbfinale ist dabei zu beginnen. Und dann geht er. Was ist mit dir? Du weißt doch, ich werde das Teil gewinnen. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Lan, warum willst du dieses Turnier gewinnen? Warum? Weil ich daran teilgenommen habe, darum. Ja. Mit einem schwachen Grund wie das, wie dem, wirst du mich niemals besiegen. Schwach? Wer ist hier schwach? So, also warum tust du am Turnier teilnehmen? Das geht dich nichts an. Tja. Ja, wir wissen es. Weil er Popcorn kaufen muss? Nein. Oh. Damit er seinem Vater zeigen kann, dass er nicht schwach ist. Oh. Was ist sein Problem? Ach, ich kann diesen Typen nicht ab. Ja, okay. Trotzdem, er ist ein bisschen anders als sonst. Echt, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ich werde zurück ins Studio gehen. Beeil dich, Lan. Oh nein, schau auf die Zeit, Lan, pronto.
Ich weiß doch nicht, was das Wort heißt. Also gut, lass uns gehen. Auf zu den Halbfinals. Shit. Ja. Fuck you. Wart's nur ab, Short. Wir werden dir zeigen, wer schwach ist. Deine Mutter. Wenn sie es wirklich hier so machen wie in der Serie, dann wird's ziemlich geil. Dann wirst du gegen Short kämpfen. Im Finale dann, ja. Das wird hier, denke ich mal, nicht anders sein. Ja, aber Moment mal, was ist mit dem Klappspaten hier überhaupt? Hallo! Oder müssen wir jetzt gegen den kämpfen? Das würde ja wahrscheinlich sein. Na gut. Aha. Willkommen! Ha, jetzt kann ich endlich mal machen. Willkommen zum ersten N1 Grand Prix Halbfinale! Ich habe nicht gespeichert. 32 Elite-Kandidaten sind bei den Kämpfen hervorgerungen, haben die Vorrunden gemeistert. Und die besten vier stehen nun hier. Ja. Wo auch sonst. Wir werden nun den ersten N1 Grand Prix Champion küren, den es überhaupt gab. Yippie. Oh, ich hab meinen Hut in die Luft gewirbelt. Yay. Wuhu. Nun lasst uns die Kommentare der einzelnen Teilnehmer hören. Ja! Zuerst hören wir von Lan. Ich habe es soweit geschafft. Ich werde um den Titel kämpfen. Nun, Tora. Geh weg! Wenn ich mir diese Schwächlinge hier ansehe, ich mache mir keine Sorgen um den Titel. Sehen alle wie Prinzessinnen hier aus für mich. Bin ich denn eine hübsche Prinzessin? Oh ja, mit dem hübschen Kleid. John ist wahrscheinlich der Einzige, der mir einen guten Kampf abliefern kann. Hallo? Konnte. Ja, du bist scheiße. Was heißt Konfidenz? Weiß schon. Mut, eigentlich. Weiß schon. Zuversicht. Zuversicht, genau. Nun, was für eine Zuversicht. Nun lasst uns mal vom NetBattler Q etwas hören. Töte, ich mein. Verzeihung, Q. Q, was auch immer. Bitte, nur ein einzelner Kommentar. Alles klar, dann. Q scheint eine Person zu sein, die handelt, anstatt zu reden. Und nun weiter. Zuletzt hören wir etwas von Shaw. Ich habe nichts zu sagen. Ich werde kämpfen und ich werde gewinnen. Das ist alles. Also ja, okay, Täter. Eine coole Person und ein noch besseres Statement. Komm halt's Maul, du bist doch nur verliebt in den. Nun denn. Lasst uns nun herausfinden, was der erste Kampf des Halbfinales ist. Der erste Kampf wird sein Lan versus Tora. Oh. Was? Muss ich mir diesen scheiß Punkt bekämpfen? Ich wollte den Short kämpfen. Short ist viel besser als diese Kampfflacke. Als dieser Punk. Dieser Punk. Ah, scheißegal, dann werde ich mir diesen Kampf eben für die Runde aufheben und so. Ich mache kurze Arbeit mit diesem Kindchen. Was? Ich werde es dir schon zeigen. Komm schon, Mega Man. Lass uns diesen Typ multiplizieren, keine Ahnung. Das wäre schlecht. Mutilate, ach keine Ahnung. Lass uns den Typen in den Hintern treten, so. Kombination aus mutilieren und zerstören. Von mir aus. Lan, lass deine Emotionen nicht von... Lass deine Emotionen nicht das Beste von dir zeigen und so, weißt du, musst im Kampf derjenige mit der meisten Coolität wird... derjenige, der seinen Cool verliert, wird den Kampf verlieren, also immer cool bleiben, ja? Wenn du einfach mal kurz beruhigen würdest, dann haben wir kein Problem zu gewinnen.
Du hast recht. Einfach ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Verdammt nochmal, ich mach dich fertig! Schau mal, der Navi muss sich jetzt mal um dich kümmern, damit du weiterkommst. Ist das nicht schön? Der Kampf wird einfach schon mir gehören. Tja. Oh, ich werde ruhig bleiben. Ich werde ruhig bleiben. Om. Om. Nun denn, Len, Tora, bitte betretet die Stage. Do, do, do. Auf mein Zeichen fangt ihr an zu kämpfen. F1 Grand Prix Halbfinale Kampfroutine bereit, ausführen. Los, Mega Man. Hol ihn dir, King Man. Wenn du bist der King Man. Maxi King Aura. Nein, Quatsch. Genau dasselbe. Ist er ja auch der. Red Boost. Boomer! Boomer, Alter! Scheiße! Oh, verkackt hast du, mein Freund! Jetzt könntest du nochmal verkacken! Oh, sheesh! Oh, sheesh, das verkacken ist! Das nützt mir nichts, das nützt mir was. Let's rock'n'roll, baby! So, Heilung. Get them up with you! Happy you, happy you! Yeah, oh, 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 oh. Hey, sir! Various. Oh, it's various. Jetzt warte mal, du hast J-Kanonen-Chips? Was hat man das denn? Scheiße, nützt nicht. Ich glaub, du hast noch den Ich glaub, du hast noch den anderen Ordner drin. Das wäre kacke. Ja, hast du. Gut gemacht! Ja, sei ruhig! Da kommt mit Schwerter nicht gerade weit. Da könnten wir vielleicht Beastman dann sehen. Scheiße, oh, Plan B! Tschüss! Oh Mano! Warum gehst du auch auf die vorderen Felder? War doch nicht mit Absicht! Shit! Da ist wieder deine Strategie. Scheiße! Das nützt nichts! Hast du sehr gut erkannt. Scheiße! Wenn du Materia Grab verwendest, damit du Electman wenigstens auswählen kannst. Das ist. Erstens ist es Flaschenmann. Zweitens nützt er mir ja auch nichts. Doch, verdammt, der nützt mir ja was. Du bist doch so ein Idiot, oder? Das war schlecht von dir. Du wirst verlieren, ganz, ganz stark, weil du deine Emotionen einfach durch beherrschen kannst. Deine Emotionen sind nämlich die Schuld daran. Dubidubidu. Scheiße, meine Unsichtbarkeit. Tot und du bist tot, so richtig tot. Töter geht's gar nicht mehr. Oui. Ach, halt's Maul. Oui. Bist du unsichtbar, Busch. Ich find schön, dass die als Gegner gelten. He's about to die. And ja, das war's. Mega Man wurde gelöscht, Game Over. Das macht ja nichts. Wann hab ich Du hast das letzte Mal gespeichert, wo wir angefangen haben. Alles klar. Ja, dann werde ich jetzt alles nochmal machen. Yay! Wee, Speed Forward! Ich hätte jetzt auch ein Arsch sein können und nochmal die Aufnahme neu starten. Nein. Da werde ich nämlich alles petzen. Ich weiß. Ja, ich weiß, wir haben eine Mail. Anders Mail. Mail hast du bekommen von Tsunayama. Tsunayama. Yeah. Oh yeah. Tsunayama. Dann da, du, du, da. Du. Oh, jetzt musst du ihn finden. Oh mein Gott, das ist voll schlimm. Oh Gott, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich werde ihn nicht finden. Ich habe jetzt ins Wasser gefallen und betet um Hilfe. So ein
Ja. Was geht mit dir los? Und dann ist er verschwunden. Wie ein Geist. Du kriegst schon wieder den Sandwich. Das ist so schön. Ich mach alles wie beim ersten Fuss. Ja, schon, oder? Warten. Bis auf das Speichern, das mache ich jetzt. Oh, du kannst gleich nochmal speichern. Dann bist du ein bisschen näher dran. Stimmt, ich werde hier nochmal speichern. Gute Idee. So. Oh, sheesh. So, möge. Willkommen, Joe. So. So. Oh, Boat sollte funktioniert. Hat funktioniert, aber hast du Glück gehabt. Es ist kein Glück, dass es können. Nee, eigentlich nicht. Okay, Glück. Wir hätten genauso gut als Gegner. Wir hätten genauso gut als Gegner zählen können und dann wäre es ineffektiv gewesen. Oh, jetzt macht er schon Plan B, ey. Freche Sau. Plan B. So. Aber jetzt, jetzt bin ich aber deutlich besser unterwegs. Hier 200 aber. Ich mit den 200 Barrier Schilder. Ja. Roll 2. Rollt ein bisschen umher. Totgerollt, Alter. Jetzt ist der Fisch rasiert. Oh, jetzt hast du schon fast das Dreifache von seinem Leben. Wenn du ihn noch ein bisschen weiter down kriegst. Weil jetzt hast du noch nicht ganz das ein Drittel der die dreifache Version seiner Lebenspunkte. Scheiße. Ja, funktioniert nicht. Wusch. Jetzt hast du. Jetzt hast du mehr als drei machen. Du Multiplikator von drei von seinem Leben, Alter. Scheiße, reicht nicht. Das nützt auch nichts. Ja, yep. Kommst du mir weiter? Aber das kann ich machen. Wusch. So. Oh. Ich finde den Schild geil. Der Schild hat schon was, ja. Oh Gott, man, zum. Nein, jetzt können wir den Abschluss, schade. Wenn wir kämpfen. Nein, du hättest ein Tinder machen können und das zerstören können. Wir kämpfen mit Guts. Ja, mit der ganzen Version davon. Da hättest du schon das Pad jetzt kaputt haben können. Warum ist der eine Bau jetzt eigentlich über einen Zinder? So. Voll dumm. Mit zwei Leben. Ching. Egal. Hey. Wusch, Alter. Hey, ich hab den Kampf... Ich hab den Kampf geschafft, ohne Energie zu verlieren. Yay. Nein, hast du nicht. So gesehen habe ich. So gesehen hast du es verloren, aber du hast dich danach noch geheilt. Ja, und zwar auf volle Lebensenergie. Ja, aber das heißt nicht, dass du nie was verloren hast. Wir haben es geschafft, Mega Man. Wir gehen in die ins Finale. Hey, Tora. Wie findest du mich nu, hä? You're sexy. Voll Scheiße. You're sexy and you know... Nein, Quatsch. Tora? Nein. Hä? Möchtest du immer noch kämpfen? Ach, ich mach nur Scherze. Du hast mich fair und square geschlagen. Fair und square, ja, ja. Also, ich hätte nicht einmal gedacht, dass ich es so weit schaffen würde. Ha? Du akzeptierst einfach so, dass ich dich besiegt habe? Ja, man muss auch verlieren können, du Idiot. Vielleicht hast du mich heute besiegt, aber morgen werde ich dich. Tora. Okay, ja. Wir werden definitiv mal wieder gegeneinander kämpfen. Ich werde versuchen mal diesen Titel zu gewinnen. Wenn du das schaffst, dann wird mein Niederlag ja nicht so schlimm sein. Okay. Das ist ein Deal. Feinde auf dem Feld, Freunde im echten Leben. Was für ein Sportsgeist. Oh yeah. Der Gewinner der ersten Halbfinalrunde ist Lan. Yay. Nun zum Kampf Nummer 2. Net Battler Q gegen Chord. Alles klar? Bitte platziert euch auf der zentralen Stage. Hey Chord, du gewinnst besser. Weil ich nämlich derjenige sein werde, der dich besiegt. Ich werde deinen Kopf auf einer Platte servieren. Keine Ahnung.
Hey, das ist mein Text. Ich habe eine Mail bekommen. Dann das Mail, es ist von Mail. Oh Mann! Gesagt. Dann, kannst du mal nach Hause kommen? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ja, ich habe Probleme. Geh zur TV-Station draußen hin. Ich frage mich, was mit Jai passiert ist. Ich will den Kampf sehen. Ich auch, aber naja. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben noch etwas Zeit vor dem Finale. Lass uns herausfinden, was passiert ist. So ein Scheißdreck. Okay, aber Freunde, wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einklinken Mega Man. Power hoch.